Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Stargate Timekeepers. Erstmal nur die Demo von einem neuen Spiel, bei dem es so ein bisschen um Stealth und Strategie und List und Tücke geht so ein bisschen. Es spielt nach, oh, was haben sie gesagt, nach Staffel 7, glaube ich. Und es wird zwei Staffeln dieses Spiels geben. Die erste bekommt 7 Episoden, die zweite weiß ich nicht. Und die erste Staffel wird ab dem 12. Dezember verfügbar sein, die zweite Staffel dann im neuen Jahr. Und wer das Spiel kauft, hat Zugang erstmal zu beiden Staffeln. Ob es dann noch eine weitere Staffel gibt, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie das Ganze angelegt ist. Ich habe da nicht super viele Informationen drüber bekommen, leider. Aber ich kann euch die Optionen ganz kurz zeigen. Ja, es gibt hier irgendwie Sprache, kann man einstellen, wunderbar. Schwierigkeit. Dann könnt ihr noch Pause drücken, euch angucken irgendwie. Also es ist schon alles irgendwie so ein bisschen retro und cool, aber wir müssen mal gucken, worum es geht irgendwie, ob das Spiel Spaß macht oder nicht. Die Demo kann jeder spielen, gibt es auf Steam, ne, hier unten steht, wie das Spiel heißt, da auch. Könnt ihr euch runterladen, könnt ihr selber ausprobieren einfach mal. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ohne dass ich jetzt irgendwas davon weiß. Ah, okay, hier kann man es auch nochmal. Sich angucken. Ah, okay, da gibt es nochmal ein bisschen mehr Informationen. Verlangsamte Abklingzeit für Fertigkeiten, schnelleres Entdecktwerden. Mehr Gegner suchen bei ausgelöstem Alarm nach deinem Team. Alarmierte Gegner sind aggressiver und rennen öfter. Ah, okay. Neid weniger Ressourcen durch die Fertigkeit stehlen. Na gut, ja, schauen wir mal. Schlacht um die Antarktis. Achso, muss ich klicken? The war has come to Antarctica. SG-1, the principal team of Stargate Command, has descended beneath the ice, searching for technology left behind in the lost city of the ancients. Fearing defeat, Anubis, the dominant system lord of the Gua'uld Empire, has unleashed the full force of his fleet on Earth. Stargate Command sent fighter interceptors to combat the invasion. Among the wrecks of those shot down are two survivors, Colonel Eva McCain and Major Max Bolton. Together, they must find a way to stop the enemy forces gathering to attack SG-1. Okay. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Was können denn? Also Eva hat hier irgendwie Gewehrkolbenschlag zum Zielbetäuben, Patronenhülsenwurf. Ah, zum Ablenken, okay, Maschinenpistole, ne, die gute P90 hier. Der Kultdisruptor. Eva feuert eine hochenergetische Salve ab, um einen Kultkrieger für eine gewisse Zeit außer Gefecht zu setzen oder zu eliminieren. Ah, okay. Blendgranate und Nachtsichtgerät oder Fernglas haben wir noch nicht freigeschaltet, scheinbar. So, was kann Max hier? Gewehrkolbenschlag, Scharfschützengewehr hat er. Blendpfeil. Auch ein Kultdisruptor, okay. Pfeifen. Tarnung. Max aktiviert eine Tarnvorrichtung und kann nicht entdeckt werden, solange er untätig ausharrt. Ja, dann gucken wir mal, was hier abgeht. Watch out!
Da ist sie abgestürzt. Ja, muss sich hier auch so umständlich aus dem Wrack befreien. Ist auch nicht wirklich richtig gekleidet hier für die Antarktis. Hey, over here! Eva? Max? Oh boy, are you gonna give me a hand? Yeah. No, ma'am. Can you move? Are you, okay? I'm alive. Is there anyone else here? No one that's breathing. What about SG-1? Have you heard anything? Yeah, over here. I'll show you. See over there? Call warriors. They're trying to break through the ice. Isn't SG-1 down there? Yeah, the old outpost of the ancients. We've gotta stop the cull. You know what could stop them? That cliff, if it fell down on top of them. Well, that would require a lot of firepower. Now, what about a ship's cannon? Yeah, that might do it. Okay, let's try it. We'll head to that ship over there. Oh, have you got any weapons? Only my fists. Same. So, we'll have to find some. Let's get looking. Oh, okay. Also das ist schon mal ziemlich groß hier alles. Bewegen mit rechter Maustaste, okay. Oscar Mike. Grundlegende Steuerung. Bewege den Mauszeiger an eine Position und drücke die rechte Maustaste, um mit dem Charakter dorthin zu gehen. Ein Doppelklick mit der rechten Maustaste lässt den Charakter dorthin rennen. Okay, cool. Halte Umschalt, also Shift gedrückt und drücke die linke Maustaste. Danke. Und drücke die linke Maustaste, um den Benutzen-Befehl auszuführen und so mit der Spielwelt zu interagieren. Alternativ dazu kannst du auf den Benutzen-Button in deiner Aktionsleiste klicken. Okay, das ist nicht einfacher. In den Tutorials wird die standardmäßige Steuerung angezeigt. Deine Steuerung kann davon abweichen. Ja, ich habe die Tastenbelegung geändert. Okay, cool, dass das Tutorial darauf nicht reagiert. Now you're talking. Ich kann auch irgendwie mich hinhocken, ne? So, warte mal, und wenn ich jetzt? No problem. Ah, okay. Du kannst die Kamera bewegen, indem du die WASD-Tasten drückst und die mittlere Maustaste gedrückt. Alter, was ist denn los hier? Das ist ja nervig. Und die mittlere Maus oder die mittlere Maustaste gedrückt hältst und die Maus bewegst. Okay, das habe ich nämlich umgelegt. Du kannst die Kamera drehen, indem du die Q-Tasten Q und E drückst. Oder auf den Drehen-Button unterhalb der Minimap klickst. Okay, dort, wunderbar. Du kannst die Kamera hinein und hinaus zoomen mit dem Mausrad. Okay, oder Zoom-Knöpfe hier. Auch easy. Unten links auf dem Bildschirm werden die Mitglieder deines Teams angezeigt. Wähle ein Teammitglied aus, indem du mit den Tasten Y und X durch die einzelnen Teammitglieder schaltest. Bla bla bla. Oder auf das Porträt klickst, halte die linke Maustaste gedrückt und ziehe einen Rahmen auf, um mehrere Teammitglieder auszuwählen. Drücke die Taste F, um die Kamera auf deine Auswahl, ein oder mehrere Teammitglieder zu zentrieren. Okay, gut. Das ist auch alles relativ Standard, ne? Also das mit dem Tutorial ist hier natürlich nicht geil gemacht, ne? Ich hätte es lieber ein bisschen interaktiver gehabt und nicht, man bekommt hier diese Videos und dann schaltet das ja wahnsinnig schnell durch, aber na gut. Klicke mit der linken Maustaste auf einen Gegner, um sein Sichtfeld in Form eines kegelförmigen Bereichs anzuzeigen. Aha. Gegner können ein aufrechtstehendes Teammitglied überall in ihrem Sichtfeld sehen. Drücke die Leertaste, um in die Hocke zu gehen. In der Hocke kann dich ein Gegner nicht sehen, wenn du dich im gestreift dargestellten Außenbereich seines Sichtfeldes befindest. Wenn dich ein Gegner sehen kann, färbt sich sein Sichtfeld Stück für Stück orange. Sobald dich der orangefarbene Bereich erreicht, entdeckt dich der Gegner und schlägt Alarm. Gegner in der Nähe werden dann nach dir suchen und dich angreifen. Versteck dich und warte, bis der Alarmzustand endet. Piep, piep, piep. Okay, das geht ganz schön schnell. Dann kommen die ja alle angerannt. Okay. Hey. So, geben wir alle in Deckung.
Dann... Here we go. Schnapp ich mal dich. Tja, wie funktioniert denn das jetzt hier? Das ist halt die Frage, ne? Also hier an denen müssen wir irgendwie vorbeikommen, denke ich mir. Aber das sind halt auch schon wieder fünf. Können wir hier irgendwie mit der Umwelt interagieren oder irgendwas? Really? Nach hier unten kann sie gar nicht hinlaufen. Okay, das ist natürlich schon mal blöd. I'm listening. Ist er jetzt getarnt oder nicht? Let's go. Achso, ich muss dann nochmal da klicken. What do you need? So, aber das hört er ja nicht, ne? Wenn ich hier hinwerfe. Was ist denn hier dieser blaue Bereich? You planning to pick up those casings, Litterbug? Bite me. Ich wollte ihn eigentlich hier so hinlocken. Roger. Was macht denn dieser blaue Bereich hier? Was will mir der denn sagen? Ach, ist das der Wurfbereich? Okay, das stresst ihn irgendwie auch gar nicht, ne? Aber ist er eigentlich rot? Dachte ich, eingefärbt. Ah, okay. Er darf nicht eingefärbt sein. Und dann schaut er aber auch nur dahin und bewegt sich nicht. Okay, was soll ich jetzt machen? Wilco. Kann ich die hier irgendwie wieder abwählen, die Fertigkeit? Ja. We can't do that. Weil hier runter kommen wir auch nirgendwo. Let's move. Bist du eigentlich in der Hocke? Ja, sie scheint in der Hocke zu sein. Affirmative. Ach, jetzt kann sie doch hier durchlaufen. Okay. Hey. Sure thing. Aber wenn ich da jetzt klicke, dann läuft er ja dahin, ne? I don't think so. Nope, no chance. Awaiting orders. Got it. Shoot. Try again. Ja, aber warum? Warum nicht pfeifen? Here we go. Nee, machen wir nicht. Let's go.
Okay, ich habe noch nicht rausgefunden, wie das hier. No problem. Ah, okay. Halt! Surrender! Ja, und dann. Ugh. Also die Steuerung ist super umständlich hier irgendwie. Ja. Mission fehlgeschlagen. Okay, cool. Das macht das Ganze halt nicht gerade irgendwie. Let's move! Ja, danke. Nicht gerade irgendwie benutzerfreundlicher. Now you're talking. Also das Spiel fühlt sich noch ein bisschen. So, ich werde mal jetzt hier speichern. Here we go. Fühlt sich halt tatsächlich noch ein bisschen. Oh, okay, das war schlecht. Ja. Ich habe mich nicht geduckt. Das fühlt sich noch ein bisschen clunky an. Ich glaube, ich muss es gar nicht so umständlich machen, ne? No. Kann einer von euch vielleicht hier so hinlaufen? Right on it. Roger. Affirmative. So, was mache ich jetzt mit ihm? Achso, ich betäub ihn und dann wacht er irgendwann wieder auf, oder was? Wollen wir mal um. Negative. Mach mal positiv. Do not move. False alarm. Octava. Surrender now. Okay, das müssen wir nochmal probieren irgendwie. Vielleicht verrät uns das Tutorial hier noch ein bisschen was darüber. Let's move. Und bewegt ihr euch nicht beide? Ich hab doch beide right ausgewählt. What else you got? Okay, ich finde das Spiel im Moment noch ein bisschen umständlich tatsächlich. Aber guck mal, es kann noch besser werden. No problem. Also Eva und Max können Ziele mit einem physischen Angriff, dem Gewehrkolbenschlag, betäuben. Nähere dich einem Ziel von hinten. Drücke dann 1 und anschließend die linke Maustaste, um das Ziel für eine gewisse Zeit zu betäuben. Für gewöhnlich sind physische Angriffe nur gegen Zivilisten und Jaffa-Krieger wirksam. Drücke vor dem Ausführen einer Fähigkeit die Taste Escape, um den Befehl abzubrechen. Okay, wie sieht denn das dann aus? Man boxt den. Dann fällt er um und dann schleichen wir uns dran vorbei und er steht dann wieder auf und merkt nichts. Ah, ich kann ihn fesseln. Warte mal, wo hast du draufgeklickt? Wo hast du draufgeklickt dafür? Das habe ich ja versucht bei dem anderen zu machen. Achso, um einen betäubten Gegner zu fesseln, halte Umschalt gedrückt und dann... Ah, okay, gut, ja. Wunderbar. Das wollte ich doch. Oscar Mike. Sure thing. Guck mal, so einfach ist das. What is it? Got it. We'll go. Roger. Warte, Moment. Kann ich dem jetzt noch schreckliche Dinge antun? Right on it. Und dann kann ich ihn wegtragen.
Okay, cool. Got it. Okay, und wenn ich ihn trage, kann ich aber nicht geduckt sein. Here we go. Okay, das ist ja go ahead. Schon mal interessant. So, und kann ich ihn jetzt hier irgendwie auch let's move. Unboxen? Got an idea? Oscar Mike. Ah, do not move. Nee, kann ich nicht. Yes? Affirmative. Hey, now you're talking. Ich kann ja auch nicht irgendwie pausieren oder sowas, ne? Das wäre halt praktisch, um mehrere Befehle gleichzeitig zu geben. What is it? We'll go. Shoot. Let's go. Got it. Okay, so auch nicht. Ja, mir fehlt da irgendwie echt so ein bisschen die Pause, um sowas zum Beispiel koordinieren zu können jetzt, ne? Need something? No problem. Weil ich hier bei der Steuerung die richtigen Tasten gefunden habe. Sure thing. Das ist natürlich schon mal alles vorbei. So, wir versuchen das gleich nochmal. Oscar Mike. Right on it. Oh, cool. Awaiting orders. Aber ich kann die leider nicht durchsuchen oder sowas. Das wäre halt Roger. Praktisch, ne, wenn ich jetzt einfach hier so eine Stabwaffe zum Beispiel nehmen könnte oder sowas. Let's move. So, schleichen mal weiter, nachdem ich das hier endlich geschafft habe. It's funny seeing you here. That's one word for it. When was the last time we saw each other? Look, Bolton, we need to focus, okay? Roger that, McCain. Got an idea? Now you're talking. So, was haben wir hier? Eva kann eine benutzte Patronenhülse werfen. Um Gegner abzulenken, drücke dazu 2 und dann die linke Maustaste. Sobald die Patronenhülse auf dem Boden aufschlägt, richten alle Gegner im angezeigten Wirkungsbereich, mit Ausnahme von Aufklärungsdrohnen und Kultkriegern, hier, oder Kall, ich weiß gar nicht, wie die heißen, in diese Richtung. Achso, wir können ihn dazu bringen, sich umzudrehen quasi. Dazu ist es gut. Drücke R oder klicke auf den Beschleunigen-Button, um zwischen normaler und beschleunigter Spielgeschwindigkeit umzuschalten. Warum brauche ich beschleunigte Spielgeschwindigkeit? Achso, falls sie sich mal nicht... Genau, falls die Patrouille da nicht schnell genug weg ist, ne? Ach, guck mal, mit T kann ich Pause machen. Da unten sieht man's. Ja, okay. Das ist ja halt so ein bisschen, ne? Ah, ich habe den Knopf für die beschleunigte Zeit aber gar nicht belegt. Okay, wunderbar. Ich weiß jetzt immerhin, wie ich pausieren kann. Affirmative. Okay, die sehen da nicht viel auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. So, und er rennt halt hier hinten überall rum, ne? Right on it. Ja, nein, halt. Oh Gott, was tut sie denn da? Was hatte sie denn jetzt vor? Let's move. Ach, da hinten ist die Maschinenpistole. Okay, die sollen wir holen. It's funny seeing you here.
That's one word for it. When was the last time we saw each other? Look, Bolton, we need to focus, okay? Roger that, McCain. We'll go. Okay, aber so wie im Tutorial funktioniert das ja gar nicht, weil sie nicht weit genug werfen kann. Ich kann noch einen kleinen Millimeter vielleicht vorwärts. Aber das war's dann auch schon. Roger. Er guckt da gar nicht richtig hin, ne? You planning to pick up those casings, Litterbug? Bite me. Got it. Ist das schnell genug? Nee, ist es nicht. Okay, aber da das Spiel wahrscheinlich wirklich nur sichtlinienbasiert ist. Ich kann auch aufstehen und rennen. It's funny seeing you here. That's one word for it. When was the last time we saw each other? Look, Bolton, we need to focus, okay? Roger that, McCain. You planning to pick up those casings, Litterbug? Bite me. Right on it. Warte mal, wie kann ich denn jetzt schneller laufen? Ich weiß nicht. Ha! Surrender! Niemals. Du so? Affirmative. Let's move. Roger. So sieht's nämlich aus. So, haben wir schon mal zwei erledigt. Right on it. So, was haben wir hier? Eva kann mit ihrer Maschinenpistole, die wir noch nicht haben, okay, mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Dann drücke 3 und dann die linke Maustaste, um alle Ziele im angezeigten kegelförmigen Wirkungsbereich unter Beschuss zu nehmen. Wie mit allen tödlichen Fertigkeiten kannst du auch mit der Maschinenpistole Jafar-Zivilisten und Jafar-Krieger eliminieren. Okay, von Lautstärke steht da gar nichts, ne? What is it? Was natürlich schon mal höchst verdächtig ist. Okay, die kriegen das wahrscheinlich gar nicht mit, wenn man die in der richtigen Reihenfolge eliminiert. Also, was haben wir hier? Der Taktikmodus. Oh, es gibt einen TV-Taktikmodus. Okay, pausiert das Spiel und ermöglicht es, die Aktion für mehrere Teammitglieder vorzubereiten, die dann gleichzeitig ausgeführt werden. Drücke T und wähle dann pro Teammitglied eine Bewegung und oder eine Fertigkeit aus. Klicke auf Ausführen, um deine taktische Planung in die Tat umzusetzen. Ja gut, also... Awaiting orders. Nein, aber ein fähiger Krieger weiß auch mit einer einfachen Waffe zu kämpfen, okay? So, und probieren wir mal aus hier den Taktikmodus. Yep. Awaiting orders. Okay. So, und jetzt kann ich hier quasi... Ja, genau, okay. Ah, okay, hey. Das ist aber ganz geil visualisiert. Und dann sehen wir auch, wer zuerst ankommt, denke ich. Wir probieren es mal aus. Let's go. Das hätte beinahe funktioniert, ja. Here we go. Let's move. Du fesselst bitte ihn. Und dann nehmen wir uns die Maschinenpistole mit. We'll go. Seems functional. It'll do. Okay, und da ist das Scharfschützengewehr. Roger. So, okay, also die gucken hier echt nicht so weit.
Got it. Dann gucken wir mal, wie das hier mit der Maschinenpistole funktioniert. Es ist auch niemand weiter in der Nähe. Ah, okay, das da ist scheinbar der Lautstärkebereich. Übertreib halt. Let's hear it. Let's go. Ich würde ja wirklich gerne irgendwie Ausrüstung von den Clown oder irgendwas. Eine Granate. Ja, genau. Unable. Eigentlich solltest du nur talking. Das Ding mitnehmen. Old faithful. All right, we're armed and ready. Let's go. So, begib dich zum feindlichen Schiff und bringe mit der Bordkanone die Klippe zum Einsturz. Okay, das ist ganz da hinten. Da müssen wir noch an richtig viel Zeug vorbei. Hier gibt es noch mehr Tutorial-Zeug. Okay, also hier jetzt Scharfschützen-Kill, denke ich mal, ne? Und dann kommt ja hier einer angelaufen. Den müssen wir auch schnell erledigen. Weil er natürlich hier die Leiche sehen würde, denke ich mal. Na, vielleicht auch nicht, wenn der gut hinfällt. Und dann kann man die hier einzeln wegnehmen. Okay, das sollte ein bisschen einfacher sein, auf jeden Fall. Und ich würde denken, wir machen da einfach... Ah, wir haben begrenzte Munition. Okay, dann wäre es aber schon cool, Shoot. Wenn ich irgendwie Munition wieder aufnehmen könnte. Yes. Ja, warum hat sie auch so viel Munition verballert? So, hier Blendgranaten haben wir nämlich gar nicht. Okay, damit geht's schon mal los. Ja, schauen wir mal. Damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall. Für heute war's das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr sagt, das sieht geil aus, probiert es aus, ne? Diese Episode 1 hier. Ich weiß nicht, wie lang die ist, ob das nur, ob eine Episode quasi eine Mission ist oder ob da noch mehr dran hängt. Es wäre cool, wenn da mehr dran hängt, nicht nur eine Mission. Könnt ihr euch auf jeden Fall in Steam anschauen, kostenlos runterladen, Stargate Timekeepers Demo. Ja, macht's gut, bis dann, habt einen wunderschönen Tag, danke fürs Zuschauen. Ciao.